Dankeschön. Seit Mitte der 90er Jahre wissen wir durch Vergleichsangeln, dass Leuchtstoffe an den Montagen eindeutig mehr Fische bringen und vor allen Dingen auch größere Fische im Schnitt. Mit Esca gibt es jetzt endlich einen Stoff oder ein Mittel, was das Leuchten dieser Organismen unten im Wasser, die halt den Raubfischen Beute versprechen, absolut gut imitiert. Dieses Leuchten nutzen wir aus, um unsere Naturköder, unsere Spinnen und unsere Pilzmontagen fängiger zu gestalten. Wäre mir mal jemand behilflich? Alles super! Guck mal, genau auf den Esca-Köder ein bisschen hier, da ist er! Esca-Leuchteinheiten eignen sich natürlich hervorragend zum Naturköderfischen. Wir haben hier mal eine Montage, so als Beispiel, was man machen kann. Einfach an einen Seitenarm eine Montage nach Waage gebunden. Und die Esca-Einheit locker mit eingefädelt auf die Vorfachschnur. Dann ist sie nicht auf Zug. Es kann nichts passieren, wenn mal ein großer Fisch einsteigt. Braucht man sich keine Sorgen machen, dass die Sprengringe eventuell aufgehen. Das ist eigentlich eine sehr gute Lösung. Wichtig ist nur, den Esca so nah wie möglich am Haken oder am Naturköder anzubringen, damit er auch effektiv den Fisch an ihren Köder bringt. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Da habe ich nochmal ein Beispiel. Das ist eine Naturködermontage, wo von unten ein Blei einfach gefischt wird, also oben Eingang am Wirbel, unten ein Blei. Und da reicht es vollkommen aus, auch wenn das Vorfach wirklich jetzt hier 2 Meter lang ist. Es reicht aus, eine Einheit einfach auf die Vorfachschnur drauf zu machen. Das ist so effektiv, da werden die Fische angelockt, das reicht. Mehr braucht man nicht machen. Man braucht keine 2 Einheiten, eine reicht. Die rutscht dann automatisch nach unten und ist dann gleich wieder da, wo sie hin soll, nämlich in der Nähe von ihren Haken. Esca kann die Anzahl ihrer Bisse erheblich steigern. Beim Testangeln haben wir festgestellt, dass Leute, die mit dem Esca-Köder gefischt haben, tendenziell auch sehr viel größere Fische gefangen haben. Sag ich doch, Seeteufel. Schöner. Ein Seeteufel. Boah! Jawohl! Oh. Schönes Teufelchen, geht wie heil! Großer Seelachs mit Esca davor und man gerade 5 Minuten runtergelassen und bumm, hat's gemacht. Esca imitiert ja nicht nur Lichtsignale, sondern die Esca-Leuchteinheit produziert ein leichtes elektromagnetisches Feld, was ein riesengroßer Vorteil ist, denn durch dieses elektromagnetische Feld weiß der große Raubfisch viel besser auf den Köder, weil er denkt, dass es ein echter, lebendiger Fisch ist.
Sie können den Eskerköder zwischen Pilker und Drilling schalten oder aber auch oben vor dem Pilker. Das spielt eigentlich keine Rolle. Hauptsache ist, dass Sie den Eskerköder irgendwo in der Nähe des Hakens oder des Naturköders montieren. Ob beim Spinnfischen, beim Pilken oder beim Naturköderfischen, überall können Esker-Leuchteinheiten hervorragend verwendet werden. Bei einem großen Leser-Test, den das Meeresangelmagazin Kutter und Küste durchgeführt hat, beurteilten 100 Tester die Esker-Lights mit der Gesamtnote gut. Rainer Korn, Chefredakteur Kutter und Küste.